definitiv eine tiefgreifende Veränderung, die an der einen oder anderen Stelle jedes Unternehmen treffen wird. Ich denke, auf den meisten Chefetagen ist das inzwischen auch Common Sense. Die Frage ist, wo wird das Unternehmen ganz konkret von der digitalen Entwicklung getroffen? Wie kommt man in die eigene digitale Agenda hinein? Diese Digitalisierungswelle hat durchaus Züge eines Tsunamis. Wenn der Tsunami erst da ist, dann ist es für Gegenmaßnahmen zu spät und alles wird hinweggefegt. Denn digitale Newcomer versuchen, den Kern des bestehenden Geschäftsmodells über einen anderen Kundenzugang, über bessere Services, über niedrigere Kosten der Wertschöpfung oder durch eine nachhaltige Kundenbindung entsprechend auszuhebeln. Und wenn dieser Ansatzpunkt erst gefunden ist und von dem Angreifer konsequent genutzt, aufgebaut, ausgebaut wird, dann wird es eng für das traditionelle Unternehmen und der Abwehrkampf beginnt. Denken Sie an Beispiele wie Uber oder Airbnb. Nein, das wäre eine viel zu einseitige und pessimistische Betrachtung. Sicherlich hat die Digitalisierungswelle ein bestimmtes Bedrohungspotenzial, denn es eröffnet neuen Angreifern neue Möglichkeiten, in etablierte Märkte einzudringen. Auf der anderen Seite ist die digitale Veränderung auch eine große Chance, und zwar nicht nur jetzt in der Erfindung ganz neuer digitaler Geschäftsmodelle, sondern insbesondere in der Erweiterung, in der Optimierung der eigenen bestehenden Wettbewerbsposition. Industrie 4.0 wird zu einer viel effizienteren Fertigung führen. Unter dem Stichwort Losgröße 1 wird sie neue Möglichkeiten eröffnen, Kundensegmente zu erschließen, eine Massenproduktion zu koppeln mit einer einzelorientierten Fertigung. Oder nehmen Sie das Thema Big Data. Hier geht es darum, mit quantitativ, mathematisch, statistischen Modellen neue Informationen für die Steuerung zu generieren. Zum Beispiel einen automatisierten Forecast, der mit einer hohen Treffergenauigkeit in Echtzeit die Zukunft voraussagt. Ein Thema, das wir bei Harvard & Partners unter dem Stichwort Steering Business Digitally vorantreiben. Was der Digitalisierung ihren großen Einfluss, ihre Veränderungswucht gibt, ist ihre Breitenwirkung. Das ist der Grund, warum wahrscheinlich jedes Unternehmen an irgendeiner Stelle von der Digitalisierung betroffen, beeinflusst wird. Diese digitalen Veränderungen können das Geschäftsmodell und damit das Unternehmen als Ganzes betreffen. Oder es können Schwerpunkte in bestimmten funktionalen Unternehmensbereichen davon betroffen sein. Beispielsweise im Vertrieb, wo die Kundenschnittstelle digital neu gestaltet, erweitert wird. Industrie 4.0 ist das Stichwort für den Produktionsbereich und für die Supply Chain. Und auch die Unternehmenssteuerung wird im digitalen Zeitalter ganz anders aussehen, als das heute der Fall ist. Nun, die meisten Unternehmen sind längst gestartet, um ihren Weg ins digitale Zeitalter zu erarbeiten, zu finden. Drei Themenkomplexe sollten sie angehen. Auf jeden Fall müssen sie sich auseinandersetzen mit den möglichen Bedrohungen, aber auch mit den Chancen für das Geschäftsmodell. Zweitens müssen sie ihren eigenen Weg, ihren Fahrplan, ihre digitale Agenda mit Anwendungsfällen in Funktionsbereichen finden, die einen schnellen Nutzen versprechen, die aber auch für den Kompetenzaufbau geeignet sind. Und drittens müssen sich die Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen, welche Chancen für die Verbesserung des Steuerungssystems bietet Digitalisierung und Big Data? Und sie dürfen nicht langsamer sein als ihre Konkurrenz.